herzlich willkommen zum Artego Infomagazin. In den folgenden Minuten erhalten Sie einen ersten Eindruck über die vielfältigen technischen Details Ihres Artego. Bitte beachten Sie, dass dieser Film lediglich eine Kurzinformation ist. Lesen Sie vor Fahrtantritt bitte unbedingt die Betriebsanleitung sorgfältig durch. Im ersten Thema geht es rund um das Fahrerhaus. Danach werden die Fahr- und Regelsysteme vorgestellt. Welche Vorteile das Telligent Bremssystem bietet, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Sehen Sie alles über BlueTech, die wirtschaftliche Lösung für eine saubere Zukunft, in diesem Beitrag. Dann wird die Telligent Schaltautomatik vorgestellt. Wir starten nun mit einem Blick rund um das Fahrerhaus. Der Einstieg mit den breiten Trittstufen ist sicher und komfortabel. Weit zu öffnende Türen lassen einen bequemen Einstieg zu. In der Bugschürze befindet sich ein Aufstieg. Das Koppelmaul befindet sich verdeckt in der Bugschürze. Das Öffnen der Wartungsklappe geschieht von außen. Hier befinden sich die Einfüllstutzen für die Flüssigkeit zur hydraulischen Kupplungsbetätigung, Motoröl und Kühlmittel. Hinweis: Die Flüssigkeit zur hydraulischen Kupplungsbetätigung ist wartungsfrei und muss nicht erneuert werden. Verwenden Sie grundsätzlich nur Betriebsstoffe gemäß den Herstellerspezifikationen. Der Betätigungshebel für die Fahrerhausentriegelung befindet sich rechts hinter dem Beifahrersitz an der Seitenwand. Die hydraulische Kipppumpe für die Kippstellung befindet sich rechts hinter dem Fahrerhaus. Das Fahrerhaus wird manuell entriegelt und von Hand gekippt. Ihr Artego verfügt wahlweise optional über eine Zentralverriegelung. Die Schließanlage ist auf Wunsch als Komfortschließanlage mit Funkfernbedienung lieferbar. Das Öffnen und Schließen der Türen geschieht dann entweder mit dem Fahrzeugschlüssel oder über die Funkfernbedienung. Diese arbeitet richtungsunabhängig und muss nicht auf eine bestimmte Stelle des Fahrzeugs gerichtet sein. Mit der Funkfernbedienung kann die Fahrertür durch einmaliges Drücken der Taste entriegelt werden. Drückt man die Taste ein zweites Mal, wird die Beifahrertür entriegelt. Bei der Komfortschließanlage werden beim Komfortschließen mit dem Fahrzeugschlüssel oder der Funkfernbedienung die Seitenscheiben automatisch mitgeschlossen. Dazu die Taste Schließen auf der Funkfernbedienung gedrückt halten. Ihr Artego ist mit den Sitzen der Firma Irsinghausen oder der Firma Gramma ausgestattet. Die richtige Sitzeinstellung ist Grundlage für ein entspanntes und sicheres Fahren. Beide Sitze sind einfach und schnell zu bedienen und bieten hohen Komfort und Sicherheit. Wenn Ihr Artego mit dem Standard-Schwingsitz der Firma Irsinghausen ausgestattet ist, die Sitzkissen-Tiefeneinstellung, die Sitzneigung, die Rücklehneneinstellung erfolgt durch Ziehen des Hebels. Anschließendes B- oder Entlasten bringt die Rückenlehne in Position. Die Sitzhöhe. Die Sitzlängseinstellung wird durch Ziehen des Bügels nach oben entriegelt bzw. nach Loslassen in der erreichten Position verriegelt. Für die vertikale Federung ist der Stoßdämpfer von hart bis weich einstellbar. Die Sitzschnellabsenkung erleichtert den Ein- und Ausstieg. Die Kopfstütze kann in der Höhe verstellt werden. Wenn Ihr Artego mit dem Komfortsitz der Firma Gramma ausgestattet ist, die Sitzkissen-Tiefeneinstellung, die Veränderung der Sitzneigung erfolgt durch Ziehen des Hebels.
Die Rückenlehne kann durch Ziehen des Griffes nach oben eingestellt werden. Für die Sitzhöheneinstellung den Hebel nach oben ziehen oder nach unten drücken. Die Sitzlängseinstellung wird durch Ziehen des Bügels nach oben entriegelt und kann stufenweise eingestellt werden. Der Vertikalschwingungsdämpfer ist von weich bis hart einzustellen. Bei der integrierten pneumatischen Konturanpassung werden die einzelnen Kammern unabhängig voneinander be- und entlüftet. Lendenwirbel- und Seitenkonturanpassung sind so individuell möglich. Die Sitzheizung lässt sich in zwei Stufen regeln. Zur Ein- und Ausstieghilfe wird beim jeweiligen Drücken des Tasters der Sitz in die unterste Position abgesenkt bzw. in Fahrtstellung angehoben. Mindestens genauso wichtig wie die richtige Sitzposition ist eine dem Fahrer angepasste Lenkradeinstellung für eine gesundheitsschonende und entspannte, vor allem aber für eine sichere Körperhaltung. Die Lenkradeinstellung wird pneumatisch ent- oder verriegelt. Die Lenkradeinstellung sollte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Feststellbremse durchgeführt werden. Wird der Schalter unten gedrückt, ist die Lenksäulenverstellung entriegelt. Das Lenkrad ist jetzt in Höhe und Neigung einstellbar. Wird der Schalter oben gedrückt, ist die Lenksäulenverstellung verriegelt. Wurde die Lenkradeinstellung nicht verriegelt, wird etwa 10 Sekunden nach dem Entriegeln die Lenksäule automatisch verriegelt. Der Fahrer ist für die Sicherung seines Atego verantwortlich. Dies gilt insbesondere beim Abstellen in Steigungen und Gefällen. Zum Abstellen Ihres Lkw muss die Feststellbremse angezogen werden. Der Bedienhebel kann an folgenden Orten verbaut sein: am Cockpit, beim Komfort- und Fernverkehr-Cockpit oder neben dem Fahrersitz beim Verteiler-Cockpit. Anziehen. Den Hebel von der Lösestellung bis zur Vollbremsstellung nach hinten ziehen. Der Hebel rastet ein, die Kontrollleuchte Feststellbremse leuchtet auf. Lösen. Die Sperre des Feststellbremsventils anheben und Hebel in Lösestellung bringen. Die Kontrollleuchte in der Instrumententafel erlischt. Prüfstellung für das sichere Abstellen Ihres Lkw mit Auflieger oder Anhänger. Zur Prüfstellung gelangt man, indem man in der Stellung Bremse den Hebel nach unten drückt. Dann den Hebel nach hinten bis zum Anschlag ziehen und festhalten. Jetzt kann festgestellt werden, ob der abgestellte Lastzug an Steigungen oder Gefällen nur durch die Federspeicherkraft des Zugfahrzeuges gehalten wird. Hinweis: Wird der Hebel aus der Prüfstellung wieder losgelassen, ist automatisch die Bremsstellung aktiv. Die Instrumententafel ist das Herzstück Ihres Cockpits und informiert Sie über den aktuellen Betriebszustand. Wird der Schlüssel im Lenkschloss in Fahrtstellung gedreht, leuchtet das Display ca. 2 Sekunden lang auf. Gleichzeitig ertönt der Warnsummer und die Stoppleuchte leuchtet auf. Es wird automatisch ein Funktionscheck durchgeführt. Die Stoppleuchte erlischt spätestens nach 8 bis 10 Sekunden oder nach dem Startvorgang, sobald die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Bitte beachten Sie unbedingt: Erst dann losfahren, wenn die Stoppleuchte erloschen ist. Achtung! Wenn die Stoppleuchte im Fahrbetrieb aufleuchtet und der Warnsummer ertönt, ist die Betriebs- oder Verkehrssicherheit gefährdet. Halten Sie das Fahrzeug unter Berücksichtigung der Verkehrssituation so schnell wie möglich an. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie die Feststellbremse an. Stellen Sie die Ursache fest. Die Stoppleuchte leuchtet unter anderem auf, wenn der Motoröldruck, der Motorölstand, der Kühlmittelstand oder der Vorratsdruck in einem Druckluftkreis der Bremsanlage zu niedrig ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Im Bordcomputer Standard werden Fahrzeuginformationen automatisch angezeigt. Oder auf Anforderung über die Bedienwippe, nachdem der Zündschlüssel in Fahrtstellung gedreht wurde und der im Hintergrund laufende Funktionscheck erfolgte.
Die Bedienwippe befindet sich neben der Instrumententafel im Armaturenbrett. Angezeigt werden die Grundanzeige mit der Außen- oder Kühlmitteltemperaturanzeige, dem Gesamtkilometerzähler, dem Tageskilometerzähler und der Uhrzeit. Betriebsinformationen, zum Beispiel beim Einschalten einer Differentialsperre oder der Nachlaufachse. Kontrollinformationen, zum Beispiel zum Motorölstand oder der Scheibenwaschanlage. Serviceinformationen, Störungen und Warnungen sowie Diagnosedaten. Dabei werden Informationen gelb, Störungen und Warnungen rot angezeigt. Bei Fahrzeugen mit dem Bordcomputer Plus befindet sich zusätzlich je ein Display im Tachometer und Drehzahlmesser. Beim Drehen des Schlüssels in Fahrtstellung läuft im Hintergrund ebenfalls der Funktionscheck ab. Danach werden im Display als Grundanzeige die zuletzt eingestellte Anzeige, die Uhrzeit sowie der Tageskilometerzähler angezeigt. Neben dem Display befinden sich links die Geschwindigkeitsanzeige und das Display für den Gesamtkilometerzähler. Auf der rechten Seite der Drehzahlmesser und das Display für die Außentemperaturanzeige. Unter dem Bordcomputer befinden sich die Kraftstoffvorratsanzeige, die Kontrollleuchten und Anzeige für den Vorratsdruck von Bremskreis 1 oder 2, wobei vorrangig immer der Kreis mit dem geringsten Druck angezeigt wird. Und die Stoppleuchte. Unterhalb der Stoppleuchte befinden sich die Kontrollleuchten für eingeschaltetes Fernlicht, die Motordiagnose, Feststellbremse, Fahrerhausverriegelung und die Dauerbremse. Die weiteren Kontrollleuchten betreffen Artego-Fahrzeuge mit entsprechender Sonderausstattung. Unter anderem Rollsperre, Motorstart-Stopp-Automatik, Haltestellenbremse eingeschaltet. Unterhalb der Kontrollleuchten befinden sich folgende Funktionstasten. Die Tripptaste für Tages-, Kilometeranzeige und Reiserechner. Die Temp-, Temperaturtaste als Umschalttaste für Außen- und Kühlmitteltemperaturanzeige. Und die Tasten zur Helligkeitsregulierung der Instrumentenbeleuchtung. Mit der Bedienwippe auf der Schaltertafel wird der Bordcomputer bedient, um Anzeigen anzufordern oder Einstellungen zu ändern. Bei Bedarf kann der aktuelle Motorölstand unter dem Menüpunkt Kontrollinfo abgefragt werden. Automatisch werden angezeigt, zum Beispiel Motorölstand unter Füllung mit der empfohlenen Nachfüllmenge oder Kühlmittelstand zu niedrig. Wird das Symbol für Kühlmittelstand eingeblendet, ist der Füllstand im Ausgleichsbehälter unter den normalen Füllstand abgesunken. Erscheint der rote Warnbalken und die Stoppleuchte, das Fahrzeug anhalten und Motor abstellen. Ursache feststellen, Kühlmittelstand prüfen und gegebenenfalls ergänzen. Vorsicht! Öffnen Sie den Verschlussdeckel des Kühlmittelausgleichsbehälters erst dann, wenn der Motor sich abgekühlt hat. Drehen Sie den Verschlussdeckel langsam um ca. eine halbe Umdrehung nach links, um den Überdruck abzubauen, bevor Sie ihn komplett öffnen. Hinweis: Nur Original Mercedes-Benz Kühlmittel verwenden. Weitere Informationen sind aus der Betriebsanleitung zu entnehmen. Der Drehzahlmesser befindet sich beim Standardinstrument rechts neben dem Anzeigendisplay und ist in drei Drehzahlbereiche unterteilt. Der wirtschaftliche Volllastbereich wird im grünen Rasterfeld angezeigt. Der Wirkungsbereich Motorbremse im gelben Feld. Und der Überdrehzahlgefahrenbereich im roten Feld. Beim Bordcomputer Plus ist der Artego mit einem variablen Drehzahlmesser ausgestattet. Hier wird, abhängig von der Fahrsituation, der wirtschaftlich optimale Bereich über grüne Anzeigefelder angezeigt. Sie leuchten dann auf, wenn das Fahrzeug nicht im optimalen Drehzahlbereich gefahren wird. Wird wieder im optimalen Bereich gefahren, erlöschen die grünen Anzeigefelder.
Neben der Instrumententafel befindet sich die übersichtlich gestaltete Schaltertafel. Die einzelnen Schalter sind speziell für eine sichere Bedienung während der Fahrt groß und übersichtlich gestaltet. Zum schnelleren Erkennen sind die Schalter mit beleuchteten Symbolen versehen. Je nach Ausstattung bzw. Sonderausstattung zeigen wir Ihnen hier einige Beispiele. Klimaanlage, Nebenantrieb, Ladebordwand, Rollsperre, Warnblinker, Motorstart-Stopp, ASR-Abschaltung, Spannungswandler, Notaus. Die Einstellmöglichkeiten für ein angenehmes Raumklima erreicht man über die drei untereinander angeordneten Drehschalter. Sie sind übersichtlich und komfortabel konzipiert und bieten den größtmöglichen Bedienkomfort. Die Funktionen sind im Einzelnen: Gebläse. Wenn der Gebläseschalter auf das weiße Farbfeld gestellt wird, arbeitet das Gebläse mit Frischluftzufuhr. Ist der Gebläseschalter im gelben Feld, wälzt das Gebläse die Luft im Fahrerhaus um. Dabei wird die Außenluftzufuhr gesperrt. Das Gebläse ist ausgeschaltet, wenn der Schalter auf Null steht. We'll be right back.